Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming. Ich bin Gerald von Rieber, gelernter Detektiv, und wir müssen jetzt erstmal rausfinden, wo die Herzoginnenwache, heißt sie, glaube ich, die Leiche, das dritte Opfer des Ungetüms, das hier in Toussaint sein Unwesen treibt und die Bevölkerung terrorisiert, hingebracht hat. Und dazu hören wir uns da oben in der Kneipe zum Greifen, heißt sie, glaube ich. Wir werden gleich rausfinden, wie die Taverne heißt. Also jedenfalls Once you werden have wir uns finished dort ein bisschen examining the umsehen. corpse, be sure to report to Anna Rieta. Anna Rieta? Her Grace, the Duchess. I forget myself at times. We address each other by our first names in private. Never in Pomeran's presence, however. He finds such familiarity offensive. Ja, wir haben es schon gehört, ne? Valmrin, so ein All is in bisschen. order! Is it not evident I'm busy? Ja, doch klar. A watering hole for traders, smugglers, boatmen. But you will find no better crayfish chowder in all Toussaint. Ja, das freut mich doch. That's why you're so great. The white wolf himself. Hier kennt man mich. Na, hier hoch, darunter. Und da unten ist er. What? With no lights brave enough? Of course we have. But bravery is not enough against the beast. Wields dark powers. That calls for a witcher. In der Tat, ja. Da hinten, da haben wir das wunderbare Schloss. Ich freue mich schon drauf, da hinzukommen. Nach Beauclair. Und ja, hier haben wir den Greifen. Ach, der Basilisk ist es. Nicht Greif. Oh, da haben wir ein Poster. Moment mal, Leute. Das gucken wir uns natürlich mal an. Gesucht, mörderische Wandergilde-Mitglieder. Die Wandergilde, aha. Antoine Sterling, okay. Loth alias Halbblut und Philibert Vierfinger von Dittern. Der Sternling, okay. Ja, Hallöchen. Eine liebe Frau. Ach, die sprechen ja alle so süß. By my troth, could that be the musty scent of fresh pate? Naught else, Sir de Peyrac Peyren. I see time has not dulled your senses. We would be honored if you would join us. Your companion as well. But why do I not detect even a whiff of crayfish chowder? No soup today. On account of there being no crayfish. I reckon you've not heard, but all I caught was a corpse. I awoke at the crack of dawn, as I do each day, but when I looked up, I beheld a blood-red sky. This corpse is precisely why we're here. For the man whom you've invited to join you at the table was summoned from a far-off land by her gracious magnificence. He is tasked with tracking and killing the beast. We invited two men to join us, yet since Sir de Peyrac Peyren in temperament is more akin to hare than hound, I surmise the other is the hunter. With whom do we have the pleasure? Milton hat mich schon vorgestellt. Ach komm, das ist doch super unhöflich. Name's Geralt. A humble introduction. You've clearly not tarried long with Sir de Peyrac Peyren. Spare us the petty insults. Geralt is a master of the witchery trade. He has questions concerning the beast's last victim. I was the one to find the corpse. The sun had just risen when I awoke, sat straight up in my bed, looked out the window and beheld a sky red as blood. Das wissen wir schon. Ask Geralt, please, or we shall be here till winter. Ach ja, wir wollen natürlich die ganze Geschichte hören. Must have been early in the morning. Went to check your nets and then I stepped out of my hut and saw, by my troth, to the point, man. You found a body ensnared in your crayfish nets. We know this already. What happened then? Did you see anyone nearby? Did you spy anything noteworthy? Anything at all? Not a soul around, just me. As for noteworthy, well, what did you see? But be warned, if
I hear the sky was red again. I saw a head bobbing, eyes bulging. The tongue blew and popped out. Next to it, a hand rocking upon the water. Get a good look at the body parts? They gave me such a fright. I bolted to town fast as my legs would take me, then returned with guardsmen who told me to keep out of their way. They had a hard haul. The parts were so tangled up in my nets, they were forced to cut them. Der Arme. Das heißt, er muss sich erstmal neue Netze kaufen. Denn wenn die wirklich so zerschnitten haben, kann man die schwer flicken. Need to examine the body. Know where they took it? They ferried it across, then loaded it on a cart and hauled it to a cellar at Corvo Bianco to keep it cool, see? What? What? Sieht aus wie Jennifer. Baron Russell's estate. When he learns they've turned his cellar into a morgue, he'll set his hounds on them. While you were gallivanting about the north, his vineyard was auctioned off. Nur die Augen haben eine falsche Farbe. Na, okay, und der Kiefer ist ein bisschen zu breit. Who just left? Didn't see her before. Didn't notice her walk in either. Douglas Linnis, the innkeep's daughter. But hold, Geralt, because this is an outrage. Rossell's vineyard was auctioned off? Inconceivable. It is no secret the Baron had gambling debts up to his ears. It finally came time to collect. His creditors auctioned off his property. The Ducal Chancellery bought it, in fact. Rossell now bunks with his brother in Vicar Faro. I told Rossell he'd get his comeuppance. How long can one draw on past heroics? His creditors must finally have defined that his promises meant nothing. Such are the times. Today's knights are pale shadows of the heroes of yore. It's true what they say. God sent the beast to punish us for straying from the old paths. Oh je. So folk think the beast's divine punishment. Knights have turned their backs on the old customs. Where they were defenders of the duchy, they're now defenders of their own tushes. Why, you insolent? Let him talk. The Duchess trades in titles, grants honors to ill doers. We've strayed from the path of virtue, lost the gods' favor, so the gods sent retribution. Don't listen to that nonsense, Geralt. It's rehashed street preacher Codsworth. Yes, the rabble-rousers have been sprouting up like weeds lately, each offering the same bill of goods. Tja, also wenn irgendwelche Ritter hier ehrenhaft sind, dann sind es ja wohl die Ritter aus Toussaint. Aber wahrscheinlich auch nicht alle, ne? Wir haben es ja gehört, der Herr von Launfall, was glaube ich, ne? Der war ja vorher auch nicht so ganz in Form. Und ja, macht das jetzt aber doppelt wett, scheinbar. They say anything else about the beast? Besides it being a messenger of the gods? The Toussaintois are no fools. They see clearly the beast kills on days honoring patron saints. Picky monster. Okay. Thanks for the hospitality. Time I examined the corpse. Corvo Bianco lies a short way from here, near the tourney grounds. Just follow the road and you'll arrive. Not coming with? Oh yeah, duty of some sort calls. Some sort? Her Grace bestowed a great honor on me, even before we departed for Venice. I'm to play the hare during this year's game in the palace gardens. When you see me in my costume, you will wet yourself laughing. A little tempted to ask a few questions, but it sounds like a long, complicated story. One involving lengthy digressions into local history and tradition. So, see you later, Milton, and good luck. Okay. Ja, mich hätte das schon interessiert, muss ich sagen. Gut, da liegt ein Buch. Gottfried und der Ritter zum Schach. Okay. I'd rather have that chowder. Ah, well, come close, pate, I must. I shall be off once I finish my pate. The cook has worked wonders as always. Entschuldigung. Okay, dann schauen wir doch mal. Da hinten haben wir einen Wirt. Da ist schon der Ausgang. Ah, hier haben wir noch ein paar Bücher. Oh, dear
wie Luis Alberni zu Goliath wurde. Ah, okay. Ne, Goliath haben wir ja gerade schon. Okay, er ist nicht so höflich jetzt. Der Goliath haben wir ja schon besiegt gerade. Wenn es denn der Goliath war. Und woran bleiben wir hier hängen? Achso, da ist so ein kleines Bänkchen. Eine Laute. Pergament, eine Notiz und eine Flöte. Na, wer weiß, wofür das noch gut sein wird. Wir gucken uns das gleich alles an, was wir hier geplündert haben. Amaya, ein Fläschchen. Ein Rasiermesser, okay. Da liegt auch noch irgendeine Notiz. Ja, ja. Rezept für Langustensuppe. Ach du Schande. Na, das wird auch noch was Spannendes hier, denke ich. Rezept für Hasenpaket. Oh, Backe. Ja, gucken wir uns gleich alles an. Erstmal reden wir mit dem Wirt. With a fish hook like that, you must have your pick of the ladies. Ja, meint er meinen Narben oder was? Normally I'd encourage you to try our famed fisherman's chowder. But alas, we are all out of crayfish. Could replace them with something else. Perch, for example. Replace crayfish with fish? I beg you. What next? Vinegar for wine? Parsley for thyme? Huh? Your Nordlings are a pleasant lot, but about cuisine you know nothing. Scheinbar. Ja, gibt's denn Gerüchte? Got any gossip? Fishermen talking about anything interesting? Yes, about a Nordling who would replace crayfish with pike. Asked a serious question. And a tactless one. I do not eavesdrop on my clients, and I certainly don't repeat anything I chance to hear. Ah, na gut. Show me what you got in stock. Das sieht interessant aus. Guck mal, was haben wir denn da? Nilfgaardischer Zitronenwodka, natürlich. Alraunenlikör, Markhammer Schnaps. Redanischer Kräuterschnaps. Ein Cabernet Chateau de Conrad. Ein Shiraz Graf war Ochmann. Okay, also Wein, ne? Fiorano Wein. Pinot Blanc Reserve Chateau d'Adam Chevalier. Ein Guillaume Dubois Seenvoller Wein. Chardonnay Herzog Nicolas. Und ein Saint-Mathieu Rouge. Eine Hasenpaté, okay, Ziegenmilch, Wasserflasche, nam nam nam, Tarte Tatin, eine Kuhmilch, ein Schokoladensoufflé, also von Küche scheint ihr echt Ahnung zu haben, da bekomme ich auch direkt Hunger, ein Himbeersaft, nam nam nam, eine Brioche, eine Zwiebelsuppe, was steht da eigentlich immer essen, regeneriert Vitalität, aber hier steht endlich, wie viel Vitalität regeneriert wird, ja, das ist natürlich cool. Zwiebelsuppe, Apfelsaft, Baguette mit Camembert, eine Bandalur-Butter natürlich, Bœuf Bourguignon, eine Hühnerleberpaté, Baguette mit Fischpaté, gegrilltes Hühnerbrötchen, das bringt tatsächlich relativ viel, eine Fischtart, Entenconfit, Camembert, Ratatouille, ein Honigcroissant, oh geil. Können wir Essen kochen inzwischen eigentlich? Das wäre mega cool, wenn wir irgendwo einen Ofen hätten. Ich meine, wir haben ja gerade schon Rezepte gefunden und uns dann selber aus irgendwelchen Zutaten Essen kochen könnten. Flamiche, Rillettes vom Schwein und geröstetes Kräuterbrot. Brot? Brot, meinte ich. Das ist mega cool. Also so auf Kochen ab und zu mal hätte ich richtig Bock. Und auf Quint natürlich auch. Oh, der wird uns wahrscheinlich abziehen, ne? Weil wir mit so einem Loopjack ankommen. Ja, sah ein bisschen bekifft aus. So, ich würde eigentlich super gerne Olgiert von Everick reinnehmen. Ich weiß nur noch nicht, was ich dafür rausnehme. Deswegen spielen wir das Ganze erstmal so. Wir fangen an. Was spielt der Empfind weg? Den tauschen wir auf jeden Fall aus. Genau, gegen Spion. Perfekt. Wir haben beide Katapulte drin, wir haben Geralt drin. Wir haben beide Heilerinnen drin, wir haben zwei Spione. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, was hat er denn hier? Interessiert mich gerade mal. Wieso ist es jetzt wieder nach unten gesprungen?
Krach an Craig. Ach, er hat schon das, ja, man sieht es auch rechts oben an den Karten, ne? Er hat schon das, skellige Deck. Und er kann alle Karten auf dem Friedhof der jeweiligen Spieler gehen in ihre Kartensätze zurück. Das heißt, du brauchst keine Heiler mehr? Doch, nee. Du brauchst keine Heiler mehr, dafür Spione. Das ist mega cool. Irgendwie. Das heißt, ihnen gehen die Karten nicht so schnell aus. So, und damit wir nicht mit den Spionen Gaunter Odims ziehen, habe ich mir gerade überlegt, spielen wir Gaunter Odim heute mal als allererstes aus. So, dann machen wir schon ordentlich ein bisschen Druck auf unseren Gegner hier. Er spielt eine Kuh. Wartet mal, die hat auch ein Zeichen, das ich noch nicht kenne. Und dann springt es wieder zurück. Toll. Mu ist das Zitat. Rächer herbeirufen. Wenn diese Karte vom Schlachtfeld entfernt wird, wird eine mächtige neue Einheitenkarte herbeigerufen, die ihren Platz einnimmt. Okay. Ah, wir bekommen blaue Streifen. Und Cirilla. Aber das ist ein anderes Cirilla als unsere, ne? Achso, na, die hatte nur so eine lila Banderole gerade dran. Ah, noch ein paar blaue Streifen und eine Verbrennkarte. Was ist das denn? Ein Pilz? Was zum Kuckuck macht der? Maridröm. Ist genug von denen und die Welt ist nie wieder die gleiche. Okay. Alle Berserker-Karten in der gleichen Reihe werden verwandelt. Okay, da gibt es also Berserker-Karten und Rächer-Karten scheinbar. Er hat 19 Punkte zu liegen. Wir haben 12 Punkte zu liegen. Und da gibt es für uns natürlich eigentlich nur Sinn, in Geralt zu spielen. Aber wir konnten auch Katapulten. Nee, mit einem anderen schießen wir richtig weit übers Ziel hinaus. Boah. Der hat aber auch die ganzen Heldenkarten hier zu liegen, ne? Also mal sehen, die kriegen wir auf 12er. Das sind also 36 Punkte. Das wären 32 Punkte. Ja gut, dann spielen wir halt einfach ein paar Katapulte an. Mal, was er so treibt. Kriegsgalären, was? Ein Kriegslangschiff. Man sagt, Hemdals Herz wird weit, wenn er die langen Schiffe zur Plünderfahrt auslaufen sieht. Enge Bindung, okay. Ja, haben unsere Katapulte auch. Ungefähr so. Aha, und jetzt später verbrennen auf unsere Lieblingskatapulte. Das ist natürlich ganz hinterhältig von ihm. Aber das macht er natürlich nicht nochmal. Hoffe ich. Er hat nur noch 4 Karten, ne? Ich weiß nicht, was er jetzt so vorhat. Da muss ich ganz ehrlich gestehen. Also wenn er nicht noch irgendwas zum Kartenziehen hat. Ich habe noch nicht ganz durchschaut, wie er hier spielt. Muss ich ehrlich zugeben. Aber kommt schon noch. Okay, er passt. Das bedeutet, wir spielen jetzt noch unser... Ja, spielen wir noch unser letztes Katapult? Nee, eigentlich nicht, ne? Eigentlich wäre es schlauer, jetzt unsere Verbrennkarte einzusetzen. Dann droppt er nämlich auf 34. Ungefähr so. Und dann einfach zu passen hier. Dann können wir nämlich unsere Katapulte nächste Runde nochmal einsetzen. Ich meine, er hat ja noch 2 Karten. Aha. Okay, so funktioniert also, ne? Das war der Q-Effekt gerade. Denke ich mir.
So, und ich weiß nicht, was er jetzt noch für zwei spektakuläre Karten auf der Hand hat. Ein leichtes Langschiff. Okay. Das wird nicht viel nutzen. So, wir schauen mal gerade hier auf diese Karte. Gehörnte Verteidigungskraft. Irre, okay. Und hier haben wir das leichte Langschiff. Ihnen entkommen in den Gewässern von Skellige. Viel Glück. Musterung. Ja, ja. So, und jetzt muss ich nochmal gucken, was unsere Anführerfähigkeit macht. Zerstöre die stärksten Fernkampfeinheiten des Gegners, wenn die mindestens 10 beträgt. Ja gut. Das könnten wir jetzt mal direkt auslösen hier. So, er hat nämlich keine Karten mehr, stelle ich gerade fest. Also kann er dementsprechend auch nichts mehr machen. Und wir spielen ihn halt noch aus. Damit wir ihn richtig hoch besiegen. Verdammt. Da hat er sich in der ersten Runde einfach verzettelt. Hat er wirklich alle seine Trümpfe ausgefehlt. Während wir natürlich noch die blauen Streifen auf der Hand hatten. Die Katapulte zurückholen konnten und alles. Also sein Deck hat nicht so gut funktioniert. Schildmate des Clans Drummond. Signed by a certain Count Monnier. Invitation to a tournament. Interesting. Okay. Gucken wir doch gleich mal in unsere Quests rein. Ist eine Nebenquest, klar. Gewinnt das große Turnier von Beauclair. Geralt fand zu seiner grenzenlosen Überraschung eine Gewinnkarte der Skellige-Fraktion in seinem Besitz. Er hatte eigentlich geglaubt, sich mit Gewinnt auszukennen, aber von dieser Fraktion hatte er noch nie gehört. Bei der Karte fand er eine Einladung zu einem Gewinnturnier in der Fasanerie, das von Graf Monnier ausgerichtet wurde. Unser Held beschloss, die Gelegenheit zu nutzen, um mehr über die neue Fraktion zu erfahren, um möglichst eine gute Karte mit nach Hause zu bringen. Ja, klar. Gwent, hurra, hurra, Skellige ist da. Sammle die fehlende Karten des Skellige-Kartensatzes. Ja, 1 von 19, toll. Stell einen Skellige-Basissatz zusammen. Ja, müssen wir dann mal machen demnächst. Auf seinen Reisen durch Toussaint erfuhr Geralt von einer neuen Gwent-Fraktion. Sie war von den Skellige-Inseln und ihren Einwohnern inspiriert. Da die neue Fraktion gerade erst herausgekommen war, beschloss Geralt den Moment zu nutzen und alle zugehörigen Karten zu sammeln, bevor andere Sammler sie in die Finger bekommen würden. Eine gute Idee, Geralt. So, aber das Biest von Toussaint machen wir hier natürlich. Nebenbei schauen wir mal in unser Inventar. Da müssten sich ja mehrere ganz tolle Dinge verbergen, die wir hier noch lesen sollten. Als da wären. Glamaille hatten wir vorher auch schon. Eine Laute natürlich. Pergament, ja. Eine Notiz. Okay, da steht gar nichts drauf, oder was? Oder wie? Ich würde die gerne lesen, irgendwie. Okay, eine Flöte haben wir. Da haben wir hier noch Rezept für Langustensuppe. Ja, das können wir lesen. Langusten aus den Panzern befreien, anschließend Köpfen, Zangen und Schwänze entfernen, diese mit dem Mörser zerstoßen, Zwiebeln und Knoblauch in einer Pfanne mit etwas Thymian im Butter anbraten, bis sie glasig sind, Langustenfleisch zugeben und braten, mit einem guten Muscadet ablöschen und Bouillon zugeben, Inhalt der Pfanne gründlich berühren, in einem Schmortopf umfüllen, Tee dazugeben und köcheln lassen, die Suppe anschließend mit einem halben Quart Sahne und einem Esslöffel Butter andicken. Für den Geschmack wilde Kräuter und ausreichend Dill hinzufügen. Selbst ein ganzer Bund ist nicht zu viel. Oh, cool. Ja, hört sich lecker an. Die Zitation von Herzogin Anna Henrietta. Klar, das haben die uns vorgelesen, ne? Ehrenwerte Geralt, Schlechter von Monster und einem Übel, das sich schadlos an den Schutzlosen dieser Welt hält. Du, der du im Rufe stehst, den Unschuldigen und Witwen und Waisen deine Hilfe zu gewähren, wirst hiermit gebeten, einen herzoglichen Auftrag zu erfüllen. Befreie uns vom Biest, dass das Blut durch die Gassen fließen lässt und jedermann gleichermaßen in Angst und Schrecken versetzt. Eile uns zur Hilfe, Hexer, und dieses ersucht dich demütig, die allergnädigste Beschützerin der leidenden Stadt, Herzogin Anna Henrietta. Gut, okay. Gottfried und der Ritter zum Schach.
Der letzte Tag des Turniers war gekommen und es stand nun fest, dass Gottfried gegen den geheimnisvollen Ritter zum Schach antreten würde. Gottfried war zu dieser Zeit der beste Kämpfer im Land und daher glaubten alle fest an seinen Sieg. Über den Ritter zum Schach war dagegen kaum etwas bekannt. Nur, dass er mit seiner dunklen Rüstung aus dem Süden gekommen war und ein Schild mit 64 schwarzen und weißen Rechtecken trug. Das wird doch ein Nilfgaarder sein, oder? Als der Herold die Fanfare spielte, stürmten die beiden Ritter mit ihren Pferden aufeinander los. Gottfrieds Lanze traf den Schild des Ritters zum Schach mit voller Wucht, woraufhin dieser im Sattel wankte. Kein Sterblicher hätte einen solchen Treffer überstehen können, doch der Ritter zum Schach hielt sich auf seinem Ross und landete im zweiten Durchgang selbst einen Treffer, durch den Gottfried zu Boden ging. Der Sieger trat an den Besiegten heran, gab ihm die Hand und half ihm auf. Noch ehe der Herold den Sieger verkünden konnte, nahm der Ritter seinen Helm ab und alle sahen seine Augen, schwarz wie Kohle, und sein Gesicht wie verbrannte Asche. Ich komme aus einer vergangenen Zeit, um euch Demut zu lehren. Eine lange vergessene Tugend. Mein Name verbrannte im Feuer eines Drachen und ich starb als Opfer meines eigenen Stolzes. Nachdem er diese Worte gesagt hatte, ritt der Ritter zum Schach davon. Niemand hielt ihn auf. Und noch heute hört man die Leute von seiner Warnung sprechen. Aha. Ist der Ritter vom Schach vielleicht zurückgekehrt, um den Leuten Demut zu lernen? Er schlägt er auch immer an irgendwelchen Tagen von Schutzheiligen zu, haben wir schon erfahren. Ja, mal gucken, na, wie Luis Alberni zu Goliath wurde. Ja, vielleicht schauen wir uns das auch von ganz vorne an. Im Dienste des alten Herzogs standen viele tapfere Ritter, doch der größte von allen war Luis Alberni. Sein Wappen war ein rotes Feld mit einem goldenen Stern, dessen 5 Zacken für die 5 ritterlichen Tugenden stand. Doch seine Bekanntheit und sein Ruhm stiegen Alberni zu Kopf und einige Jahre später hielt er sich schließlich für den besten aller Ritter. Am Ende glaubte er, die Inkarnation der Ritterlichkeit zu sein und dass es auf der ganzen Welt keinen wie ihn je gegeben hätte. Das musste in seinen Augen selbst die Dame vom See anerkennen. Und so machte sich Alberni auf den Weg zu ihr, auf dass sie ihm ob seiner Großartigkeit huldigen mochte. Doch als Alberni zur Dame am See kam, begann sich sein Körper und seine Ausrüstung zu verändern. Der schlanke Ritter wurde immer dicker und fetter, bis sein Pferd ihn nicht mehr tragen konnte. Sein Schwert wurde zunächst hölzern und schließlich zu einem Knüppel und seine glänzende Rüstung wurde erst matt und dann zu Asche. So blieb ihm nur sein Helm, der sich in einen Käfig aus Holz verwandelte. Ah, und deswegen hatte der Riese also auch eine Helmzier da oben drauf, Pfauenfedern. Ich habe mich schon gefragt, wie man die geklaut hat. Alberni stand am Seeufer und wollte etwas sagen, doch es kam nur ein wildes Krächzen über seine Lippen. Der Ritter blickte auf sein Spiegelbild im See und da begriff er, dass er sich in einen Riesen verwandelt hatte. Dann erhob sich die Dame vom See aus dem Wasser und sprach, »Du hast den Weg der Ritterlichkeit schon vor langer Zeit verlassen. Von all deinen Sünden war Stolz die größte. Sie hat dein Schwert in einen Knüppel verwandelt, deine Rüstung genommen und ein Monster aus dir gemacht. Von jetzt an trägst du den Namen Goliath. Begib dich zu Gorgo, wo du in dieser Gestalt fernab der Augen der Menschen dein Dasein fristen wirst. Stets begleitet von der schmerzvollen Erinnerung an deinen verlorenen Ruhm, bis dich eines Tages der Tod von den Qualen erlösen wird. Nicht so nett. Rezept für Hasenpaté. Dem Hasen das Fell abziehen und das Fleisch mit dem Messer zerkleinern. Speck, Karotten, eine Pastinake und eine Zwiebel klein hacken. Alles zusammen mit einigen geschnittenen Pilzen in einen gut gewürzten gusseisernen Topf geben. Brot hinzugeben, bis der Eintopf so dickflüssig ist, dass der Löffel darin stecken bleibt. Dann kräftig rühren. Im Gemisch ein halbes Dutzend Eier, etwas Ingwer, Salz und Majoran hinzugeben und ausgiebig rühren. Oh, hört sich schwierig an. Etwas Speck in einer Pfanne anbraten, dann das Gemisch in die Pfanne geben und so lange in den heißen Ofen stellen, wie es dauert, 2 Litaneien zu Ehren Sankt Pleckmunds zu rezitieren. Bis dahin ist die Partie goldbraun gebacken und gut durch. Aha, ein sehr frommes Rezept also hier. Na gut, dann wissen wir jetzt auch über Hasenpaté und was war es, Langustensuppe? Oh, dear fellow, with a fishhook like that, you must have your pick of the ladies. Naja, natürlich. Oh, vielleicht in der Bade ein paar Gerüchte. Nein. Ah, also diese merkwürdige Kapuzengestalt mit den blauen Augen. Na, er hat ein bisschen die Nase und die Augenform von Yennefer. Nur der Kiefer war breiter irgendwie, hatte ich so das Gefühl. Zum Basilisk, ja. Wissen wir. Dann schauen wir doch mal. Was haben wir denn hier? Die Jagdsaison ist eröffnet. In Übereinstimmung mit der Entscheidung des Großjagdmeisters ist die Jagdvereinigung aufgefordert, die Anzahl der Raubtiere im Wald zu dezimieren.
Auf besondere Anordnung hin erhalten Jäger eine reiche Belohnung, wenn sie die Ohren von Wölfen und Bären vorlegen, die in der Saint-Retour-Marsch überhand genommen haben. Amandes Großjagdmeister Baron Rastamara. Aha, eine Jagdquest hatten wir ja schon lange nicht mehr, also in diesem Teil noch gar nicht. Gesucht, der weiße Wolf. Der Hexer Geralt von Riva, auch als weißer Wolf bekannt, wird als Führer gesucht. Sein potenzieller Auftraggeber garantiert einen ansehnlichen Lohn für diesen ungewöhnlichen Auftrag. Weitere Informationen erhält er im provisorischen Basislager von Graf Beledal in Toussaint. Hinweis: Wir ersuchen alle anderen Personen höflich, aber bestimmt sich nicht im Basislager als Geralt von Riva zu präsentieren. Graf Beledal ist nicht von gestern und kann rasch beurteilen, wer ein Hexer ist und wer nur so tut. Die lustigen Zeitgenossen, die ins Lager reisen, um abgerissene Kleidung und Holzschwerter vorzuzeigen, sparen sich besser den Weg. Ja, besser ist es. Nehmen wir natürlich an, ne? Führer. Wir kennen uns in Toussaint ein bisschen aus. Vielleicht möchte er die Gegend gezeigt bekommen. Ich habe keine Ahnung. Notiz des herzoglichen Kämmerers. Aufruf an alle fahrenden Ritter und anderen Kämpfer. Das Herzogtum braucht euch. Eure Hilfe ist gefordert. Es winkt eine großzügige Belohnung. Näheres erfahrt ihr beim herzoglichen Kämmerer am Ritterruhplatz. Ja, da freue ich mich schon drauf. Ankündigung der Generalprokurator des Herzogtums Toussaint. Okay. Müsste es nicht Ankündigung des Generalprokurators heißen? Keine Ahnung. Hiermit kündigt die Generalprokuratur. Ah, die Prokuratur. Okay. Ja, was habe ich gerade gelesen? Keine Ahnung. Eine beschränkte Auktion hinsichtlich des Verkaufs einer bebauten Liegenschaft mit zugehörigen landwirtschaftlichen Flächen in der Region des Caroberta-Waldes an, die nach dem Tod des Grafen Crespi in den Besitz der herzoglichen Schatzkammer übergegangen ist, der dieser keinerlei Erben hinterlassen hat. Da das Anwesen Belgard etwas Besonderes ist und eine wichtige Rolle in der Weinherstellung spielt, die dem Herzogtum in aller Welt viel Ruhm einbringt, erhalten nur Bürger des Herzogtums Toussaint die Erlaubnis, an der Auktion teilzunehmen. An alle fahrenden Ritter und andere Gerüstete verbreitet die Kunde, dass die Dienste von freiwilligen Ordenshütern gesucht werden. Bei der Übertragung der oben genannten Liegenschaft wird mit kleineren Problemen gerechnet, die den Einsatz von direkter körperlicher Gewalt notwendig machen. Alle Freiwilligen werden gebeten, sich beim Büro des Prokurators von Toussaint in der Nähe der Plegmont-Brücke zu melden, wo auch die Auktion stattfinden wird. Aha, hier wird also in letzter Zeit eine ganze Menge wegauktioniert irgendwie, ne, wegen Wettschulden oder auch mangelnden Erben. Na, Kräuter gegen unangenehme Leiden. Wie es häufiger während der Turniersaison der Fall ist, nehmen die Krankheiten der unteren Körperregion zu. Ich biete eine Salbe zum Verkauf, die den Juckreiz lindert. Der wird. Aha, ein Turnier, verstehe. Gut. Auftrag für Hexer. Karawanen-Eskorte. Auftrag für Hexer. Die Böttcherzunft von Beauclair sucht eine oder mehrere Personen, die willens sind, eine Händlerkarawane durch ein Gebiet zu geleiten, das vom großen weißen Schrecken bedroht wird. Okay, was ist das? Weitere Informationen bei Gaston Le Gaff im Händlerlager im weit nördlich von Coronata, ach des Coronata-Weinguts. Mogrem Poulain, Untersekretär für Bedrohungs- und Risikohandhabung Böttcherzunft von Beauclair. Wir haben einen extra Untersekretär für Bedrohungs- und Risikohandhabung. Die Böttcherzunft, wohlgemerkt, ne? Ducal clerks looking for help. Could be good coin to be made. In der Tat. So, das heißt, wir haben jetzt eine ganze Menge Quests hier wieder. Mal sehen, ob sonst noch was aufpoppt. Ja, wir werden nur mal so die Quests überfliegen, mal gucken, für welche Stufen die sind. Und uns aber heute noch keine Questtexte angucken. Das machen wir dann, wenn es dann soweit ist. Würde ich vorschlagen. So, ah, Hexeraufträge haben wir jetzt hier extra. Ne? Großwildjäger, Stufe 37. Okay, müssten wir also schaffen. Natürlich wollen wir uns hier erstmal ein bisschen umschauen. Und Nebenquests gewinnt, ne? Einvernehmlich im Beauclair. Oh, eine Stufe 46. Quest, okay. Weinfäden, okay. Und Ritter zu Diensten. Da wissen wir auch noch nicht, welche Stufe das hat. Das große Turnier von Beauclair. Also das Gwent-Turnier hat interessanterweise auch eine Stufenbegrenzung. Okay. Gut. Meinetwegen. Tja, das soll es für heute also erstmal gewesen sein.
Richtig. Ja, eine schickere Rüstung, ne? Also ich freue mich schon hier auf den Rüstungsschmied. Da hinten ist auch so ein paar kleine Ruinen, sieht man hier schon, ne? Aber wisst ihr was? Wir haben noch gar nicht auf die Weltkarte hier geguckt. Fällt mir dabei auf. Jedenfalls nicht so richtig. Von wo sind wir denn reingekommen, frage ich mich gerade. Wenn da der Basilisk ist, dann müssen wir hier hinten, ne? Über diese Straße sind wir wahrscheinlich gekommen. Denke ich mir, dann könnte hier so die Mühle gewesen sein, die Olle. Die jetzt kaputt ist. Ja, dann sind wir hier runtergegangen zum Basilisken. Und als nächstes sollen wir nach Corvo Bianco, was ja auch gleich in der Nähe ist. Also die Karte nicht so riesig, aber hier wird es trotzdem eine Menge zu entdecken geben. Vermute ich einfach mal. Hier, das hier dürfte Beauclair sein, denke ich mal. Und ansonsten haben wir hier halt noch so ein paar Weingute und alles so kleine Ruinen, ne, haben wir gerade schon gesehen. Hier drüben gibt es ein paar Ruinen. Das hier dürfte auch so eine Ruine sein. Nee, ist noch zu dicht dran. Ach, hier hinten ist noch so eine Ruine. Also ich freue mich schon drauf, das hier alles zu erkunden. Jungs und Mädels, ich verabschiede mich von euch. Und sage, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao.